Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Vorstellungen kennen, die Karl-Heinz Flexig und Hans-Dieter Haller in ihrer Einführung in didaktisches Handeln von der Schule als Institution entwickelt haben. Institutionen werden von Flexig und Haller als Kontexte angesehen, in denen Unterrichtspraxis als Lehren und Lernen stattfindet. Dabei wird Lehren und Lernen als Gegenstand der Didaktik nicht nur in Schulen gesehen. Stattdessen werden allgemeiner die Begriffe Lernorte und Lernumwelten verwendet. Die Schule ist ein Lernort neben anderen. Als andere Lernorte werden zum Beispiel die Erwachsenenbildung, Fahrschulen, Kadettenanstalten und zeittypisch antiautoritäre Kinderläden genannt. Institutionen werden also als Lernorte und Lernumwelten verstanden. Dabei wird auch die Familie, die Gruppe, die Öffentlichkeit oder die freie Natur als Lernumwelt genannt. Spätestens mit der freien Natur ist klar, dass es sich dabei nicht um eine Institution handelt. Eine Unterscheidung zwischen der Natur und der Schule, die beide als Lernumwelten verstanden werden, wird aber mit der Unterscheidung von schulischen und außerschulischen Lernumwelten gemacht. Darüber hinaus wird eine Unterscheidung zwischen Sozialerziehung und organisiertem Lernen gemacht. Als Gegenstände der Sozialerziehung werden Tugenden, Haltungen und Normen genannt. Die fachlichen Inhalte sind dagegen Gegenstand des organisierten Lernens. Schule zeichnet sich nun durch einen hohen Grad an Planung, Systematik und Organisation aus. Es geht also um die bewusste Gestaltung des Lehrens und Lernens. Insofern sind Schule, Erwachsenenbildung oder Lernen in der Freizeit in dieser Hinsicht nur graduell und eben nicht prinzipiell zu unterscheiden. Deswegen kann zwischen Schule und anderen Lernorten und Lernwelten nicht systematisch unterschieden werden. Schule wird daher als ein Ort des Lernens bestimmt, der in der Form, die wir heute vorfinden, historisch entstanden ist und damit von gesellschaftlich-historischen Bedingungen abhängt. Schule ist also eine Institution, die vor allem durch einen hohen Grad organisierten Lernens ausgezeichnet ist und deren konkrete Erscheinungsform von den historischen und gesellschaftlichen Bedingungen abhängt. Diese Institution ist unter den konkreten historischen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wir leben, unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass Noten verwendet werden. Inwiefern Noten ein sinnvolles System zur Beurteilung des Lehrens und Lernens darstellen, wird von Flexig und Haller ausführlich diskutiert. Sie sehen es unter anderem als problematisch an, wenn Noten als Disziplinierungsmittel verwendet werden. Auch mögliche Fehler im Lehr- und Lernprozess lassen sich mit Noten kaum erkennen. Flexig und Haller schlagen daher als Alternative zum traditionellen Schulzeugnis einen Diagnosebogen vor, mit dem die individuellen Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern differenziert und im Blick auf mögliche Voraussetzungen erfasst werden können. Neben der inneren Organisation spielt aber auch der Kontext eine wichtige Rolle für die Didaktik. So macht es einen Unterschied, ob eine Schule staatlich oder privat organisiert wird, weil die Interessen des Trägers die Didaktik beeinflussen. Für die öffentlichen Schulen gibt es eine Schulverwaltung, die auch die Aufgabe der Schulaufsicht wahrnimmt und zum Beispiel bestimmte Zertifizierungssysteme vorsieht, etwa in Form von Abschlusszeugnissen. Ein didaktisches Design, das innerhalb so gesetzter Rahmenbedingungen erstellt wird, muss den Vorgaben entsprechen. In diesem Sinne verstanden erscheinen Institutionen ähnlich wie bei Heimann als Voraussetzungen didaktischen Handelns. An anderer Stelle nennt Flexig jedoch auch das Design von Systemen als Gegenstand didaktischen Handelns. Er schreibt, ich zitiere, didaktisches Handeln kann auch auf der Systemebene, zum Beispiel als Mitarbeit in Planungsabteilungen von Betrieben und Behörden, auf der Programmebene, zum Beispiel in der Curriculumentwicklung, oder in Einrichtungen stattfinden, die der Aus- und Weiterbildung von Lehrern, Ausbildern, Dozenten und Trainern dienen. Ferner in Einrichtungen, die mit der Produktion von Medien, zum Beispiel Bildungsfernsehen und Lehrbüchern, zum Beispiel Verlage, befasst sind. Zitat Ende.
Wenn das didaktische Design in Behörden vorgenommen wird, ist dabei etwa auch an Schulbehörden zu denken. Damit werden die institutionellen Bedingungen mitbestimmt und eben dies wird damit auch zur Aufgabe des didaktischen Designs. Neben dieser Perspektive berücksichtigt Flexic Institutionen aber auch als Orte, die zum Zwecke des Unterrichts aufgesucht werden können. Zum Beispiel kann im Rahmen einer Berufsfelderkundung ein Unternehmen besucht werden. Institutionen werden damit als Orte, an denen gelernt wird, und als Gegenstände, über die etwas gelernt werden kann, verstanden. Nicht explizit gemacht wird das Lernen über die Institution, in der gelernt wird. Allerdings wäre ein solches Lernen, zum Beispiel im Rahmen der Studieneingangsphase, mit dem Ansatz Flexix durchaus vereinbar. Die Schule als Institution ist nach Flexic und Haller ein spezifischer Lernort, der als Kontext eine spezifische Lernumwelt darstellt, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Organisation auszeichnet. Organisiert werden etwa Benotungs- und Evaluationssysteme. Schule wird verstanden im Kontext von gesellschaftlichen und historischen Bedingungen, die etwa in gesetzlich festgelegten Zertifizierungssystemen oder staatlich organisierten Verwaltungssystemen zum Ausdruck kommen. Flexic und Haller entwickeln ein differenziertes Bild der Institution Schule. Anders als Comenius entwickeln Flexic und Haller aber keine spezifischen Einrichtungen für die richtige Einrichtung einer Unterrichtsinstitution. Das würde auch der evolutionären und interkulturellen Perspektive des Ansatzes widersprechen. Zugleich wird daran sichtbar, dass das Normproblem, also die Frage, welche Normen in der Schule umgesetzt werden sollen, nicht in den Blick genommen wird. Insofern ist es folgerichtig, dass keine konkreten Beispiele für die Einrichtung einer Institution gemacht werden. Schule ist als Institution in der Absicht, Lernen zu organisieren, unter historisch-gesellschaftlichen Bedingungen entstanden. Diese Bedingungen werden aber nicht problematisiert, sondern zur Kenntnis genommen und fallen damit nicht in den Gegenstandsbereich der Didaktik. Fast schon überraschend ist, dass Flexic keine Typologie von Institutionen entwickelt, was mit seinem Ansatz etwa durch eine Einteilung des Organisationsgrads durchaus möglich wäre. So ist zum Beispiel die Universitätsbibliothek als eine Institution, in der es auch um organisiertes Lernen geht, zu verstehen. Ähnliches gilt auch für Schulbibliotheken, die als spezifischer Lernort und Lernumwelt für Schülerinnen und Schüler in den Unterricht eingebunden werden können.